Dominik Sidlacek auf Bahn 1, in der Totalen ganz rechts außen, in Rot. Diesmal hat es geklappt. Auch Sidlacek da ganz gut weggekommen. Russe Skorenev benötigt ein bisschen. Sidlacek kämpft da ganz vorne mit. Und dann wird es ein enges Match zwischen Kürzen und dem Polen Wisiolek. 10,98 auf alle Fälle die Siegerzeit. Und Dominik Sidlacek war da nicht allzu weit zurück. Guter Start, das lässt sich, glaube ich, jetzt schon sagen. Also 10,97 für den Polen. Bislang 11,03, macht 600stel mehr oder umgerechnet etwa 14 Punkte. 14, 15 Punkte. Das muss man sich mal vorstellen. Mal 10 hochdividiert macht dann 140 oder 150 Punkte mehr. Ja, ja. Kommt eine erste Erleichterung beim Debüt hier bei einem Groß-Event, auch wenn es hier nicht um EM, WM oder olympisches Edelmetall geht. 23 Jahre jung, Pavel Wisiolek gut gestartet und dann haben wir für Sidlacek 11,06 von der Zeit her. Nicht ganz perfekt weggekommen, Kürzen für ihn deutlich besser. Der ist da schon einmal auf den ersten 10, 15 Meter, fast einen Meter weg. Aber dann bleibt Sidlacek dran. Der ist natürlich mit seiner Größe auch nicht unbedingt bevorzugt beim Start. Ganz links außen im hellblauen Leibal Wisiolek. Der Pole, der diesen Lauf knapp gewinnt vor Wilhelm Körzen, der zweite von rechts. Sidlacek hat sich da wirklich prächtig herangekämpft. Und jetzt geht's. Versuch 1. Ja, da hat er doch noch einiges, glaube ich, auch verschenkt. Aber er hatte mal einen gültigen Versuch auf alle Fälle in der Weitsprunggrube drinnen. Spannend, wow. So, jetzt haben wir nächsten Check. Erster Versuch war schon sehr ordentlich mit 6,94 Meter. Jetzt kann er riskieren. Tut das auch. Aber es sind wieder keine 7 Meter. Der Versuch war gültig. Na, Stabilität hat auch einen gewissen Wert im Mehrkampf, kein Thema. Sind die ständigen Auf- und Abs. Über der Daphne gerade, da ist man gerade noch gut unterwegs und plötzlich Check, danke fürs Warten. Nach dem Kugelstoßen als Zehnkämpfer hat man ja viele Zahlen, die einen beschäftigen. Drei mögliche Glückszahlen sind jetzt 13,17, 13,77 und 13,89. Was sagen Sie zu dieser Kugelstoßserie? Das hat es noch nie gegeben. Bei mir hat es, glaube ich, einmal in der Halle gegeben letztes Jahr, wo ich den Wiener Rekord gemacht habe. Aber leider seitdem habe ich immer Probleme gehabt im Kugelstoßen und Gott sei Dank mit dem heutigen Stoßen habe ich sie da weggemacht und bin mal sehr erleichtert darüber. Haben Sie was verändert, was umgestellt? Ja, ich habe ein bisschen riskiert und habe dann kurz vor der Abfahrt habe ich dann noch meine alten Kugelstoßschuhe ausgepackt, weil ich damals in der Halle gut gestoßen habe, mit denen habe ich jetzt einen immer gestoßen und es ist aufgegangen. Das ist ein Plus von 120 Punkten, die kann man ganz gut brauchen, kann man ganz gut investieren in einen Zehnkampf. Ja, nehme ich mit, ja. Und zuvor das Weitspringen. Kann man das kurz zusammenfassen, Dominik Sidlacek und der Kampf mit dem Anlauf? Ja, na, diesmal hat es besser passt als letztes Jahr, Gott sei Dank. Da war ich schon im ersten Versuch, war ich schon eine ganz gute Weite, auch nur knapp an meine Bestleistung heran, das darf man auch nicht vergessen. Mit den 7 Metern hat es leider nicht geklappt, aber nächstes Mal. Sie waren dreimal nicht am Balken, darf man sich da auch kurz ärgern zwischendurch? Ja, ist bei mir normal. Aber ich ärgere mich mittlerweile nicht mehr. Wie ist jetzt das Gefühl nach drei Bewerben? Jetzt kann man schon ungefähr abschätzen, wie der Zustand, wie die Form ist?
Ja, offensichtlich gut. Also ich bin gerade echt überrascht, dass es so gut funktioniert. Und ich habe schon vorher angekündigt, ich habe eben einen Weitsprung mit dem Kugelstoßen eine Rechnung offen. Und ich glaube, die habe ich jetzt begleichen können. Und jetzt geht es in den Hochsprung, da bin ich letztes Jahr gut gesprungen. Und wenn ich mindestens genauso gut springe, dann bin ich auf einem sehr guten Weg. Jetzt sage ich danke und wir wollen Sie weiter grinsen sehen. Danke. Also soweit also Dominik Sidlacek, der gut unterwegs ist, der zu... Latte liegt auf 2 Meter. Ja, da braucht er momentan gar keine Anfeuerung. Das Signal will sich hier auf seinen Anlauf konzentrieren. Und er klappt! Das ist stark! Richtig stark, Dominik Sidlacek. Bleibt da hoch konzentriert im Bewerb. Starker Versuch. Puh. 2,03 Meter. Letztes Jahr in Götzis, aber das war sozusagen fast wie im Höhenrausch passiert, mehr oder weniger. Das hat er nicht immer drauf. Set. So, und jetzt gilt's. Alle gut weggekommen. Zügig angehen, flott angehen, aber nicht zu schnell. Die Herren vor ihm, die sind die Stadionrunde schon ein Tick schneller gelaufen. Darum muss er sich hier ein klein wenig zurückhalten. Vorne auf der Außenbahn Ingmar Wos, der Mann auch mit der besten Bestleistung über die 400 Meter mit 49,21. Geht die Geschichte hier sehr flott an. Ich würde meinen, noch ist das Tempo von Dominik Sidlacek gar nicht schlecht. Er hat ja noch den Vorteil der Kurve. Jetzt kommt er auch ein klein wenig heran, hängt da zurück. Aber die anderen sind auch von der Bestleistung besser. Und jetzt kommt Dominik Sidlacek noch einmal heran. Er hat noch Reserven, hat sich was aufgespart und geht da auch noch vorbei. Auf Position 3 läuft er hier ein. Der Schweizer Jan Däuber mit dem Disziplinensieg. Es gibt keine 50 Sekunden und drunter Zeit für Dominik Sidlacek, das ist klar, aber es ist im Rahmen. Vielleicht ein bisschen gar vorsichtig angegangen, der junge Jan Däuber läuft hier mit 49,85 neue persönliche Bestleistung. Das ist schon einmal okay für den Schweizer, der hier bei den Großen erstmals richtig mit dabei ist. Für 50,60 für Ushiro und Dominik Sidlacek 50,26. Die Zeit ist gerade da. Also es hätte gut und gern 0,3 Sekunden schneller sein können. Macht in Summe aber dennoch ein ganz ordentliches Ergebnis für Dominik Sidlacek. Denn die 0,3 Zehntel, die er hier verliert, die sind nicht so dramatisch. 400 Meter Lauf, was macht das aus? 10 Punkte sind da 0,2 Zehntel, also vielleicht so um die 15 Punkte, was er da liegen lässt. So, Zielgerade, da ist Sidlacek nochmal richtig stark. Fängt auch noch fast Ushiro an, auf alle Fälle Hans van Alphen. Und läuft auf Rang 3, ein hinter Däuber und Ushiro. Starkes Finish. Alles gut gegangen, trotz leichten Problemen im Knie. Also Laufsieg hier für den Schweizer Jan Däuber, der 49,85 läuft und damit diesen ersten 400 Meter Lauf für sich entscheidet. Dann haben wir 50,16 für Keisuke Ushiro, 50,26 und 803 Punkte für Dominik Sidlacek, Hans van Alphen 50,43 und Ingmar Wos 51,09. Das bringt, das haben wir schon kurz hochgerechnet, Dominik Sidlacek auf ein Gesamtscore nach dem ersten Tag von 3.974 Punkten. Im Vergleich, im Vorjahr, da waren es 3.871 Punkte, also exakt 103 Zähler sind es heuer mehr als bei seinen 7.430 Punkten, bei seiner Bestmarke, die er im Vorjahr hier im Mösli-Stadion aufgestellt hat. Also erster Tag stark. Gleich weiter.
Dominik, Sie haben dann ein, zwei Läufe inmitten der Fans sozusagen verbracht auf der Tribüne. Was war also das erste Feedback, das Sie bekommen haben? Ja, ich glaube ein ganz gutes. Ich habe mir jetzt mal anhören müssen, mal von meinem Bruder, von meinen ganzen Freunden, dass ich eine feige Sau bin. Aber das stimmt, da haben Sie leider recht. Letztes Jahr hat es schnell angegangen, heuer hat es langsam. Aber die Zeit ist trotzdem jetzt nicht so schlecht. Ich bin immer noch im Sollwert. Und wenn es morgen so weitergeht, dann ist eine neue Bestleistung auf jeden Fall drin. Ist das die große Kunst beim 400er? Ist das der Balanceakt, das richtige Angangstempo zu finden? Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist, ich meine, man hat ja schon viel Disziplin in den Haxen. Und das ist jedes Mal, man merkt immer was anderes. Man kommt mit einer anderen Grundvoraussetzung zum 400er. Und heute hat es offensichtlich nicht ganz gereicht. Man haben Sie erkannt, da geht ja noch was. Ich bin eigentlich noch gut beisammen in diesem Rennen. Ja, das ist mir leider dann erst die letzten 100 Meter klar geworden. Ja, es haben die Alarmglocken geläutet, wie ich dann nach 300 Metern das letzte aus der Kurve rausgerannt bin, habe ich mir gedacht, ja, das hat mich geärgert. Dann habe ich einfach nochmal Vollgas gegeben und ja, hat leider schon zu spät. Trotzdem sind Sie noch immer über 100 Punkte über Ihrer persönlichen Bestleistung nach dem ersten Tag. Würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, das war ein sehr guter erster Teil des Zehnkampfes? Ja. Sie würden widersprechen? Achso, widersprechen nicht, nein, zustimmen würde ich. Also ist das in etwa das, was Sie sich erwartet haben aufgrund ja, des Formaufbaus und des Gefühls, das Sie gehabt haben? Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich bin gerade erleichtert, dass gerade der Weitsprung und das Kugelstoßen ganz gut funktioniert hat. Vor allem das Kugelstoßen, habe ich eh schon vorher gesagt. Und ja, das gute Gefühl nehme ich dann morgen mit einfach. Und ich glaube, die Hürden ist noch eine Menge drinnen. Die Lauf fühle ich mich im Moment stark. Diskus auch, ich habe Diskus heute eine neue Bestleistung aufgestellt. Also hoffe ich mal da noch einiges morgen. Das ist ein gutes Gefühl, was den zweiten Tag betrifft. Gute Erholung wünsche ich und viel Spaß morgen. Danke, danke. Ja, soweit also Dominik Sitacek und den Sieger, den wollen wir auch noch Ihnen in Kürze. Am ersten Tag alle durch mit 5 Bewerben. Der 6. am Sonntag, das sind die 110 Meter Hürden mit Dominik Sitacek in Rot. Mittendrin in der Bahn erwischt hier einen guten Lauf. Leichter Strauchler bei Hürde 7, aber dann ist er da ganz vorne mit dabei. Der Laufsieg in 14:25 geht an Peter Braun aus den Niederlanden. Aber Sitacek wird hier Zweiter. Läuft 14. Zweiter Versuch, Dominik Sitacek. Der erste war außerhalb, ungültig. Auch nicht gut, auch nicht gut. Viel zu flach angesetzt und das ist noch weit unter seinen Möglichkeiten. Das sind ja, vielleicht so 35 Meter, da haut er sich das Ganze, was er sich bisher in 6 Bewerben erarbeitet hätte, im Diskus wieder zusammen. Aber einen Versuch hat er hinterher noch. Das ist eine bescheidene Weite. Meter. 35,14, das ist schlimm. Da verliert er mal gut und gern 100 Punkte. Dominik Sitacek jetzt aber mit zweiten Versuch. Und der passt. 4,10 Meter übersprungen. So hat man da einen Spielraum von 80 Zentimetern, weil ähnlich wie beim Hochspringen die einen stechen etwas steiler nach oben, kurze Bewegung über der Stange und die anderen brauchen da etwas weiter hinten, erreichen erst etwas weiter Richtung Mattenende ihren Höhepunkt. Auch durchaus in der Lage, die niederländische Bestleistung zu überbieten und damit weg einmal wieder von den Siebenkämpferinnen hin zu den speerwerfenden Zehnkämpfern und dort zu Dominik Sitacek, der hier öffnen darf. 44,33 Meter Bestleistung. Was kann er hier machen? Ich habe gerade vorhin mit seinem Trainer Herwig Grünsteidl gesprochen und bin kurz erstaunt, denn der war sehr gut. Dieser Wurf war sehr, sehr gut. Er hat gesagt, das liegt ihm nicht so, das Schwerwerfen. Da ist er sehr ja, labil von seinen Leistungen. Da kann es gleich auch nach hinten losgehen. Aber jetzt ist mal nach vorne losgegangen für den Dominik.
würde mal sagen, dass der deutlich weiter als die 44 Meter vom Vorjahr war. Und so ist es auch. 47,88 Meter. Und dann gibt es vielleicht noch einen Weltrekord von Damian Warner. Betrifft Weltrekord in einem Zehnkampf mit nur 9 Bewerben. Gehalten von Dan O'Brien. 7.856 bei den US Trials 92 aufgestellt. Das könnte er hier packen. Damals O'Brien allerdings ohne Stabhochsprungergebnis. So, also wir schauen uns gleich mal an, wer hier wagt, ein bisschen das Tempo zu machen. Die Qualitäten sind recht unterschiedlich. Schon jetzt zwischen der Spitze und ganz hinten würde ich sagen, gut und gern 40 Meter. Und Elko sind Nikolas. Drückt ein bisschen aufs Tempo. Der Mann, der kann eigentlich auch gut laufen, schon 4,22. Und Jeremy Taibo, der jetzt nach vorne geht, jetzt auf Position 3, jetzt auf 2. Der Amerikaner ist von der Bestzeit her klar der Schnellste, kann sogar 4 Minuten 17 laufen, 4,16, wenn es sein muss. Und wo ist Schrader? Und der ist vorne orientiert an der dritten Stelle. Rico Freimuth da zurück ein wenig und Kai Kasmirek hinter Garcia an Position 7, 8 ungefähr. Jetzt geht Taibo nach vorne und auch Skurenjew, der Russe, wagt sich hier nach vorne, aber dem fehlt auch viel Zeit. Schrader sucht sein Heil nach vorne und Kasmirek geht es ziemlich flott an da eigentlich. Läuft da vor Freimuth. Vielleicht andere Taktik, gleich mal dem Kollegen da insofern den Chaos machen, indem man Stärke zeigt. So. Wenn sie im Ziel sind, dann noch 2 Runden. An der Spitze ist Jeremy Taibo aus den USA. Liegt aber in Summe auch schon zu weit zurück. Dann Skurenjew. An der vierten Stelle ist Schrader. Dahinter sind Nikolas. Jetzt wird Kasmirek ein bisschen zurückgereicht, aber das sind vielleicht auf Schrader so 5 Sekunden, nicht mehr. Das reicht noch nicht und es ist Halbzeit der Distanz schon absolviert. Bei Freimuth wird es ein bisschen bitter. Der fällt da richtig zurück. Der hat anscheinend gar nichts mehr drauf. Läuft an der drittletzten Stelle. Biegt erst jetzt hinten auf die Gegengerade. In dem Moment, als Taibo schon ein vorletztes Mal auf die Zielkurve einbiegt. Kai Kasmirek hält sich da klasse und peilt im Augenblick einem ungefährdeten Sieg entgegen. Er kann den Rückstand auf Schrader relativ konstant gestalten, würde ich meinen. Das sind nicht mehr als 6 Sekunden, 7 Sekunden. Taibo vorneweg. Eine super Zeit für den Amerikaner, der immer noch einen langen Schritt hat, der längst 30 Meter Vorsprung herausgelaufen hat. 3,10. Ja, da kommt er so im Bereich seiner Bestmarke. Skurenjew, Durchgangszeit für Schrader 3,17. Der kann vielleicht so 3,30 und runterlaufen. Und jetzt kommt bei 3,22 Kasmirek durch. Der Deutsche wird das machen. Der führende Deutsche Kai Kasmirek. Was braucht er hier vielleicht für 8.500 Punkte? Das wäre eine Zeit von 4,28,79. Ist wahrscheinlich nicht mehr drinnen für Kasmirek, aber der Sieg wird es werden. Taibo müsste nämlich in Summe 37 Sekunden aufholen und das geht nicht. Schrader kämpft auch noch einmal, aber der Rest des Feldes schon weit hinter dem Amerikaner zurück. Das sind 60, 70 Meter, die sich Jeremy Taibo hier schon abgesetzt hat. Jetzt bei 4,03 biegt er auf die Zielgerade. Aber Schrader zu nah dran. Schrader nur 18 Sekunden Vorsprung auf Taibo. Und Schrader kommt auch noch einmal. Gute Zeit für Taibo. 4,19,66. Schrader kämpft und in 4,23 knapp im Ziel. Wo ist Kai Kasmirek?
hat noch ein bisschen Zeit, 4,23 und jetzt kommt er herein, es reicht, 4,34, verliert 11 Sekunden. Der Sieg hier geht an den Deutschen Kai Kasmirek und jetzt erst kommt dann Rico Freimuth ins Ziel in 4,46 etwa und damit wird er hinter Schrader zurückfallen. Also, die Prognose von Dominik Distelberger hat eingetroffen. Kai Kasmirek holt sich hier den Sieg. 4:19:66 die Laufzeit für Jeremy Taivo. 814 Punkte gibt es dafür. Dann Willem Körzen auch stark gelaufen in 4:22 blendende Zeit, aber unweit zurück Kai Kasmirek. Michael Schrader mit 4:22:87, Körzen 4:22:22. Ja, bei mir ist Dominik Sidlacek, der sich ja halbwegs zumindest erholt hat von 1500 Metern. Sie haben sich durchgekämpft, hat sich's ausgezahlt. Am Ende 7386 Punkte stehen als Gesamtergebnis. Ja, das ist eigentlich mehr, als ich nach dem Stabhochsprung erhofft habe. Habe dann Gott sei Dank im Speer auf eine Bestleistung folgen lassen. Hat mich da wieder ein bisschen rausgerissen aus dem Ganzen und für eine Bestleistung bräuchte ich, glaube ich, eine Zeit von unter 4,29. Aber es ist ein bisschen schwierig, in der zweiten Reihe zu starten und dann auf den ersten 100 Meter einen Sprint anzureißen. Das ist ganz, ganz schwer. Und deswegen habe ich es taktisch so angelegt, dass ich dann hier hinten rauskomme und die 4,386 oder zweitbeste Mehrkampfleistung jemals. Also bin schon zufrieden. Vom Gefühl her, von den Reserven, hätten Sie die 4,29 drauf gehabt, wenn Sie in einer Top-Startposition gewesen wären? Ich denke schon. Kann man nicht sagen. Ich bin mein Rennen gelaufen, ich habe mich das nicht großartig beeinflussen lassen. Es wäre vielleicht ein Vorteil, wenn ich vorhin gestartet wäre. Aber im Endeffekt rennt man nie gleich lang und man weiß es nicht. Waren es zwei ganz unterschiedliche Tage für Sie? Der erste war sehr konstant eigentlich, der zweite dann doch ein Auf und Ab. Warum? Ich weiß nicht. Kann sein, dass ich da vielleicht am Diskus die Nerven weggeschmissen habe oder eben, dass es an dem Kreis gelegen ist und ja, so ist eben der Zehnkampf. Also es gibt Auf und Abs, es gibt auch stabile Phasen und bei mir hat sich Gott sei Dank die Waage gehalten und deswegen ist auch ein passables Ergebnis rausgekommen. Sind Sie trotzdem zufrieden? Ja, schon. Das ist alles Wichtigste, dass Sie zufrieden sind. Bin ich auch, ja. Danke vielmals, gratuliere nochmal recht herzlich. Danke.